Willkommen, liebes Bowling-Universum. Ich begrüße euch zum Blog Nummer 87. Schön, dass ihr meinen Kanal wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich. Und heute geht es auf die Bimbo Palace nach Unterföhring, der größten Bowlinghalle Europas. Und nicht alleine, denn Tom Hartl ist auch mal mit der Partie. Da möchte ich euch schnell zeigen, welche 7 Bälle mitkommen werden. Der Mord bei dem Shock ist klar. Icon on a Pearl, der Villain. Mein neuester Ball, der Hustle M&M. Infinite Physics, Starcode und dann wieder Pitch Black. Genau, und natürlich gibt es ein paar Partien gegen Tom Hartl zu sehen. 4 an der Zahl. Und danach versuche ich wieder mit ihm zusammen die 50 Strike Challenge von der House Bowler zu meistern. Denn 108 letztes Mal war nicht so gut. Vielleicht schafft man diesmal ein besseres Ergebnis zu erzielen. Weil ich noch sagen wollte, letzte Woche war ja die Münchner Meisterschaft. Da habe ich mich tatsächlich für den 14. Platz qualifizieren können für die Finalrunden. Allerdings bin ich dann ausgeschieden, sang- und klanglos. Aber trotzdem war ich zufrieden. Gut, dann würde ich sagen, lasst uns nicht so viel Zeit verlieren. Dann sehen wir uns gleich wieder bei den Probewürfen auf dem Rainbow Palace. Also tschüss, bis gleich. Oh, schau mal, der Tom ist heute auch dabei. Oh, er hat sich verfahren, okay. Okay, ich fahr wieder ein, ich hab eh keine Chance. Ja, ich bin weggeruschelt sogar, dann wird es ein High Flush Strike. Jedes Mal, wenn ich gegen ihn spiele, habe ich entweder Pech oder ich spiele einfach Scheiße. Oh, jetzt gut. Der Wurf ist aber grottig. Der Erwin schüchtert dich ein, hä? Nee, das nicht. Nur Spaß. Das ist eh nur Trainingswürfe jetzt. Ja, ich hab's als Spaß gemeint. Nee, es gibt wenig Sachen, die mich einschüchtern. Ich weiß schon. Nein! Oh, hä? Wenn sie grau werden, werden sie grau. Werden sie jetzt schon. Ja, ich seh's. Oh, nächste Runde Getränke, jawohl, ja. Wie sollen wir eigentlich schon bezahlen? Ja, gell? Das ist ja nur Trainingswürfe. Das ist mal eh. Ja. Erzählt sie dann nicht, oder? Nee, erzählt nicht. Warte, hätten wir noch ausschließen? Ja, ist egal, wir löschen die eh. Und. Ah, schade. Ja, deswegen habe ich ja auch aufgehört, dunkel zu färben, weil ich die Schnauze voll hat, alle 1-2 Wochen nach zu färben. Ja, das tut auch gerade nicht gut auf Dauer. Das dann habe ich es halt einfach rausgezogen, die ganze Farbe. Aber die Friseurin hat zu mir gemeint, ich muss irgendwie ein bisschen Rotstich in meinen Naturhaarfarben drin haben. Ist ein bisschen rot? Also, ja, weil sie sagt, ich muss einen Rotstich drin haben, weil egal wie oft sie das bleicht, da ist immer ein gelber Stich mit drin bei mir. Und, oh, schade. Steifen sind noch mal da. Was? Was sind Steifen? Ja, so Bowling spielt nicht. Ja, ich dachte, er hat einen Steifen. Er hat einen Steifen? Ja. Oh, jetzt habe ich gedacht. Das ist der komplett falsche Ball. Hey. Ist ja jetzt so ein Training, gell? Ja, wir löschen die Würfel wieder. Achso, soll ich nicht aufnehmen? Doch, doch. Ui. Wir löschen die Würfel oben. Achso, ja. Das war jetzt aber komisch, gell? Ist da irgendwas drin oder warum ist der rausgekommen? Das ist ja eigenartig, gell? Jetzt legt er los. Jetzt sind sie sogar 30 Cent wieder hochgegangen mit der Cola. Letztes Mal war es doch 4,50 Cent. Letzte Woche sind es 4,80 Cent. Ach so? Aber ist mir egal, ich gebe jetzt wieder nur 5 Euro. Ach so. Ja, die Tränke sind 30 Cent teurer, ja. Und, ja. Ja? Nein, ich habe nur, ja, dass beide weg sind. Ja.
So, einen Move mache ich noch und dann. Ja, ja. Einmal noch. Ich mache noch eine Stunde Probewürfel. Ja. Na gut. Bis gleich zum ersten Spiel. Bitte. Dann fährt ich einfach mit dem Willen. Ja, okay, wie es geht. Alter vor Schönheit? Ja. Ich bin ja das Küken hier. Ja. Heute wieder eine bessere Ölung drauf als die letzten Male. Ja. Zu lang, ja. Also bei 18 Hassel. Was? Erst seit heute. Wie heißt der? Der Hassel. Das ist der neue. Weil dann hätte ich gesagt, jetzt muss er mir einen Milchshake kaufen, die sind arschteuer hier. Hey, Issa hat sogar Glück gebracht, sein Bällen. Ich sag doch, ich muss mir erst wieder darauf einstellen, dass er Linkshänder ist. Na, erst seit heute. Ah ja, okay. Na, dann kein Wunder, dass ich so verwirrt bin. Ich habe immer einen Grund, warum. Auch wenn er uns leider nicht gefällt. Er hat was blöd ausgesprochen. Ja, erzählt was. Ja. Ich weiß es auch nicht, immer wenn er beim Werfen ist, jetzt komischerweise. Vielleicht störe ich seine Sicht auf. Ich weiß es nicht. Oh, der Hund hat ohne Ansprüche. Nein! Oh, das ist aber Schweinjahr. Das sind 9 noch gut, die 1. So weit wollte ich gar nicht raus. So, erstmal schaffen wir alles außer die 1. Ja, gell? Jetzt daneben werfen, oder? Das kostet 2 Getränke, schlimmer als 5, oder? Eigentlich schon. Ist ja genau die Gasse. Und? Ja. Ja, gönnt noch nichts. Nee, ihr gönnt mir nie ein freies Getränk hier. Immer wenn sowas ist, dann hoffe ich jedes Mal, hoffe ich, nö. Alles wird's. Kannst du jedes Wort einfügen? Okay, ich dachte, der kommt eigentlich besser. Mit meinem ersten Auto. Da habe ich immer für 20 Euro bezahlt.
Heute, wenn du das machst, kommst du ja. 2 Tage oder keine Ahnung, wie weit kommst du da? Da kommst du einen Meter und dann ist schon vorbei. Challenge nicht so eine große Hilfe sein, außer ich spiele 20 Brooklyn und so weiter. Ja. Nein, warte. Keiner, weil irgendwie war das für beide nicht so. Nee, nicht. Ja, ich weiß schon, was ich meine. Wir sehen uns gleich zum zweiten Spiel. Probieren wir was anderes aus. Nur so Gaudi. Narco. Bahn 17, Infinite Physics. Jetzt.
überhaupt, ehrlich gesagt. Oh. Hallo, ja. Verloren. Das sah aber auch besser aus, oder wie das? Ja, zum Schluss kam er schon sehr voll, finde ich. Schade. Das ist auch schwer. Schade. Naja, mein Mann hofft trotzdem, oder Frau hofft. Ja, immer, immer, sollst du auch. Besonders wenn Kamera drauf ist. Während des Wurfes musst du immer daran glauben, du räumst den jetzt. Ja. Weil sonst kannst du ihn genauso gut nehmen. Wenn es denn drin ist, mal ein bisschen besser. Oh! Ich hab das so gar nicht gewollt. Du wirst besser oder auch nicht schlecht. Nein, ich meine, soll ich bellen, soll ich so wuff machen, jedes Mal, wenn du wirfst. Spiel hoffe ich ein besseres. Ich werde jetzt den IQ Nano Pearl und den Venom Shock nehmen. Bis gleich im dritten Spiel. Naja, so. Lal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 
ihr es gern habt. Was anders sind wir ja nicht da. Naja. Folgen Sie der Anweisung des Chefs. So, jetzt spielen wir mal Bowling. Yay! Fängt doch gut an. Jetzt spielen wir mal Bowling, glaube ich. Okay. Soll ich belassen oder was? Zwei, die ich nicht mag und die zwei ohne Plan. Was mit diesem Zahnschein vor? Der ist nicht mal gebohrt. Ach man. Den kann ich nur so werfen. Nein! Der IQ Emerald ist doch gut. Boah, ich mag ihn nicht so. Hey. Ich hab eigentlich gedacht, der Wurf war gut und dann bin ich der Big Four. Ich check die linke Bahn überhaupt nicht. Schön. Mit der Kamera endlich mal hin, sonst ja. Aber das sah echt aus, der eine ist so drüber gerutscht, da habe ich gedacht, vielleicht. Ja, wie 6 wäre ich schon hingeliehen. So, erstmal die Hand nach oben. Milchcheck. Tick, sag ich doch. Das wäre der erste vielleicht gewesen. Aber bis jetzt habt ihr immer einen Fünfer. Ja. Weil es nur damit du nichts zu trinken kriegst. Genau, weil es ist voll der Ansporn. Ich will kein Geld ausgeben. Ich muss treffen. Ja, schön. Ja, jammert schon. Ja. Lässt meine Chance. Ich werf doch die ganze Zeit Scheiße. Welche Chance? Jeden Sperr verhaue ich doch. Aber der war jetzt gerade unnötig weggeworfen. Komplett. Come on. Ah, schade. Hä? Genau so fühle ich mich. Genau so. Ich werde überhaupt nicht. No.
Butterball. Und die beim Abschreiber. Sobald ich auf dem Plan stehe, werde ich nicht nach vorne, sondern zur Seite. Ja. Ich weiß nicht, warum. Irgendwas stört mich, weil ich stehe einfach schief, ich weiß es nicht. Weil ich da vorne bin. Ballwechsel auf dem Hassel. Doppel, nicht mal eins. Ja. So, eins ist immer noch. Und dann machen wir beide erneut die 50 Strike Challenge. Schaffen wir zusammen diesmal. Also ich werfe nur auf der rechten dann für die 50 Strikes. Ja, ja, mach mal eh. Ja, okay. Stopp. Ja, weil Erwin ist auch ein paar Mal da gehüpft. Vielleicht liegt es da echt was an der Nein. Bahn. So, ich gehe nochmal auf den Dark Code. Der liegt gut. Ach so, jetzt hat. Ja, ja. Ach so, schau mal genau hin. Ach so, der Fünfer. Gib deine freie Hand. Große Chance. Sag ich doch. Dann treffen sie. Ihr müsst es bei jedem Speer machen. Dann trifft er immer. Hätten wir vorher jetzt schon kaputt gezahlt. Ja. Spiele dann mit 140, 150, 5 offen oder so. Das kann ich gar nicht saufen. Aber du kannst ja mal probieren. Jetzt hebst mal die Hand und schaust mal, ob er läuft. Okay, okay, okay. Doch. 10er sowieso nicht. Doch. Nein. Doch. Dann gibt's 10 Getränke. Das ist der leichteste Pin, den muss man haben. Sagt ja, beim 10er gibt's 10 Getränke. Unser Team-Captain immer. Das leichteste Pin von alle. Schau her, John hat da ihn sicher. Ja, und ja, er hat auch mal die Hand hoch. Ja, aber hallo, gell? Oh.
nehmen sollen. Lassen, weil nach drei Spielen ein Strike. Du kannst genauso gut nach Hause kommen. Ah, jetzt komm. Nein, es geht ja um nichts heute. Besser. Ja, aber... Ja, besser als 17. Ich versuche den Darkwood auch mal beim letzten Wurf auf der Bahn, weil der läuft echt gut auf der 18. Genauso gut Boccia spielen oder irgendwas anderes. Das ist Wahnsinn. Ja, und nur Training. Der Purple wird vielleicht besser laufen. Ich habe nicht vergessen, dass ich den auch dabei habe. Yeah.
schön. Und wir sehen uns dann erst wieder zu der 50 Strike Challenge. Bis später. Mit 7 Strikes angefangen. Da war sie draußen mit den. Mit Dumbo Gassi? Ja, leider bin ich dann zum 8. zurückgegangen. Reingekommen. Er hat schon gesagt, sei ruhig, aber irgendwie haben wir ihn abgelenkt. Ja. Nein! Ich hätte mal putzen sollen, weil der Ball war ganz fröhlich. Was macht er denn? Ihr Männer und eure Bälle. Aber jetzt Speer, damit du X Strich Strich hast. Ja, klar. Das sieht aus wie ohne Zahlen im Zehnten. Jawohl. X Rinne Speer. Warte. Kann man machen. Ja, ja. Und dann stelle ich das mal ein. Ja, mach das. Warte. Wie gesagt, du bleibst auf 18, bleib auf 15. Ja, ja, ich bleib ganz weit weg. So. Und 5 Spiele haben wir gemacht. Eckart. Ja. War nicht so besonders. Leider kein 300er. Ja, so. I'm sorry, Cookie in the Bam Bam. Wir sehen uns dann gleich zur 50 Strike Challenge. Bis gleich. Ja, ich mach 17 und Tom ist auf 18.